Ist ein UFO bei Villigen gelandet? Oder liegt da ein Donut in der grünen Wiese? Weder noch. Was hier am PSI im Jahre 2001 eingeweiht wurde, ist ein riesiges Mikroskop für die Wissenschaft. Die Synchrotron-Lichtquelle Schweiz, kurz SLS. Die Forschungsanlage entschlüsselt mit Synchrotronlicht kleinste Strukturen und ermöglicht so große Fortschritte in den Materialwissenschaften, der Medizin, in Physik, Chemie, Biologie und in der Energietechnik. Dank Aladins Wunderlampe der Wissenschaft gibt's bald neuartige Magnetspeicher in Computern, maßgeschneiderte Medikamente, effizientere Solarzellen und viele weitere Innovationen. Herzstück der SLS bildet der Elektronenspeicherring mit einem Umfang von 288 Metern. In einem dünnen Rohr sausen hier auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Elektronen im Kreis herum. Drängt man nun die geladenen Teilchen zusätzlich mit speziellen Magneten auf enge Kurvenbahnen, so fliegen sie auf Slalomkurs. Dabei senden die Elektronen Synchrotronlicht aus. Eine elektromagnetische Strahlung, energiereich und im Wellenlängenbereich von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung. Das Synchrotronlicht leitet man in Strahllinien zu den Experimentierstationen. Die SLS gehört mit ihren extrem stark gebündelten Strahlen zu den besten Anlagen der Welt. Forschende aus der Schweiz und zahlreichen anderen Ländern rund um den Globus, aus Hochschulen und Industrie, bewerben sich um die begehrten Messanlagen. Gestartet sind wir mit 4 Strahllinien. Jährlich bauen wir 2 neue dazu. Platz hat es für mehr als 30. Der Blick der SLS in die Nanowelt zeigt erstaunliche Resultate. Wenn die Synchrotronstrahlen durch winzige Strukturen wie Kristalle und Moleküle schießen, werden sie abgelenkt. In der Fachsprache sagt man gebeugt oder gestreut. Aus diesen Messungen können die Forschenden die räumliche Struktur von Proteinen, Knochengeweben oder optischen Mikrobauteilen bestimmen. Solche Resultate liefern Erkenntnisse, die entscheidend sind bei der Erforschung schwerer Alterskrankheiten wie Alzheimer und Osteoporose oder für den nächsten Technologiesprung in der Telekommunikation.